freue mich, dass Sie da sind, Herbert. Ja, ich freue mich auch. Und ist auch schön, Sie können maximal entspannt sein. Wenn diese Sendung zu Ende ist, ist auch der Mitgliederentscheid der SPD endlich vorbei. Da ich ja nicht bei der SPD bin, bin ich sowieso entspannt. Das sage ich. Also, es gibt ein paar Dinge, die kann man nicht ändern. Und was glauben Sie, wie es ausgehen wird? Ich glaube, dass es überraschend starke Zustimmung geben wird. Für die Große Koalition? Ja, ich glaube schon, dass immer Dinge überraschend passieren, aber in diesem Fall überraschend, weil 70% zustimmen werden. Ich glaube das auch, aber ich habe auch geglaubt, dass Trump nicht gewählt wird und die Engländer werden niemals raus. Ja, und dass der Brexit, habe ich auch nicht gedacht, dass der Brexit kommt. Am Jamaika bin ich ins Bett gegangen und morgen um 6 Uhr. Okay. Herr Plasberg, haben Sie Mitleid mit den Sozialdemokraten in diesen Wochen und Monaten? Ja. Haben Sie schon mal überlegt, in die SPD einzutreten? Ja, in der Tat gibt es, wir haben in der Redaktion ernsthaft darüber diskutiert, eigentlich müsste man es jetzt, wobei aus Mitleid ist was ganz Furchtbares. Ich finde schon, dass es diese Partei braucht. Und ich finde, diese Partei ist manchmal unter Niveau geführt. Und würden Sie der auch empfehlen, nicht in die Große Koalition zu gehen? Nein, ich möchte, dass wir jetzt eine Regierung bekommen, weil mir wird nämlich langsam Angst. Angst und Bange, weil wir hören immer in diesem Land, es läuft doch alles, es läuft nichts. Wir haben einen riesen Investitionsstau. Ich lebe in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich von Köln nach Wermelskirchen, meine alte Heimatstadt, fahren möchte, weil ich da eingeladen bin, da kann ich nicht sagen, ich fahre dann und dann in Köln los, weil ich nicht weiß, wann ich ankomme. Und zwar nicht wegen Schnee, sondern weil wir eine Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen haben, eine Autobahnbrücke, A1 in Leverkusen. Da haben Sie aus heiterem Himmel Staus, die Sie 2 Stunden später ankommen lassen können. Mein Ministerpräsident, der frisch gewählte Armin Laschet, hat die Staus immer noch nicht im Griff, weil er wochenlang in Berlin rumhängt, in Koalitionsgesprächen. Und wenn die eine Runde durch ist, fängt Sie die andere Runde jetzt an. Endlich zur Arbeit kommen. Ich befürchte, er kriegt die Stau auch so nicht im Griff, wenn er nicht in Berlin ist. Weil es im Grunde kein Politiker kriegt die Staus im Griff. Also das ist eine traurige Wahrheit. Aber jetzt kommen wir